Fana ACV vermittelt nicht nur zwischen den Nationalitäten, sondern auch zwischen den Geschlechtern. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Männer in Verantwortung gezogen werden müssen, betreffend Gesundheit, Familienplanung, Kindererziehung und Integration. Das ist eben anders als in Eritrea. Dort herrscht eher patriarchales Denken bei den Männern. Und hier muss man eben gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Eine Organisation hat sie eingeladen, die eng mit der Fachstelle für Integrationsfragen im Kanton Zürich zusammenarbeitet. Workshops sollen Eritreern das Denken und Handeln näher bringen, das es braucht, um in der Schweiz als Familie zu funktionieren. Hier ist die Ehefrau gleichberechtigt. Das verunsichert die Männer. Plötzlich werden Ansprüche an sie gestellt, etwa im Haushalt zu helfen. Mit Rollenspielen entkrampft Fana ACV die Stimmung. Sie will Schuldgefühle bei den Teilnehmern vermeiden. Gleichzeitig bleibt sie klar in den Aussagen. Dass sie beide Kulturen kennt, verleiht ihr Glaubwürdigkeit. Selbst bei den Männern, die es nicht gewohnt sind, Ratschläge von Frauen entgegenzunehmen. Ich bin eine Fachperson. Ich bin eine Frau, aber eine Fachperson. Und die sind sehr offen zu lernen. Sie sind zwar patriarchalisch erzogen, sie wollen aber nicht unbedingt patriarchalisch hier leben. Sie würden sich gerne verändern und wissen nicht wie. Und da braucht es eben einerseits fachliches Wissen, aber auch eine kulturelle Kompetenz. Und so erreiche ich eben die Männer. Ich habe mich einfach sehr gefreut, dass du heute hier warst. Zweifel bei der Arbeit kennt Fana ACV nicht und wird darin bestärkt. Du hast es super gemacht. Also, wie gesagt, Integration für uns ist nicht einfach. Also, ja. Wir brauchen solche Veranstaltungen. Ich habe mich sehr gefreut. Ciao. Ja. Im thurgauischen Littenheid befindet sich Fana ACVs berufliches Zentrum. Wir beide spielen jetzt allein, weil du der Kleinste bist. Ist es gut? Komm. Hier leitet sie die Kinder- und Jugendabteilung einer psychiatrischen Klinik. Als Integrationshelferin arbeitet sie nebenamtlich. Super machst du das ja nicht. Der 10-Jährige ist einer ihrer Patienten. Schwierigkeiten in seinem sozialen Umfeld setzen ihm arg zu. Mittlerweile beeinträchtigt die angeschlagene Psyche gar seinen Bewegungsapparat. Wie bei den Immigranten bemüht sich Fana ACV auch bei ihm um Integration zurück in die Gesellschaft. Wie schaffen wir es, dass du dich wieder bewegst? Du kannst es ja eigentlich tragen. Schau mal, tragen kannst du. Jetzt versuch mal. Die psychiatrische Tätigkeit fordert sie nicht nur als Fachkraft. Ja? Ganz kleine Schritte musst du machen. Wir helfen dir dabei. Es muss nach vorne gehen, okay? Das ist ganz toll gemacht, okay? Du kannst auch was mit der Hand dann fest so drücken. Super. Als Mutter von kleinen Kindern bin ich, denke ich, sehr empfänglich dafür, dass es mir sehr nahe geht. Genau, und da versuche ich mich gut abzugrenzen, aber es bewegt mich sehr. Und es gibt mir auch ganz viel Kraft, dass ich weiß, Kinder können auch anders. Und da kann ich eben ganz authentisch als Mutter, aber auch als Ärztin die Kinder begegnen und das spüren die Kinder. Auch in der Klinik muss sie oft vermitteln, zwischen Eltern und Kind. Janiks Mutter kommt zu Besuch. Ja, schön, dass Sie da sind. Hier jedoch herrscht Einigkeit. So, jetzt habe ich die Mami mitgebracht. Hallo. Ja, es geht ihm schon viel besser, wenn wir sagen. Ist das für Sie so in Ordnung? Ja, ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Danke auch für alles. Sehr gerne, ja. Sehr gerne. Und ich bin froh, dass Janik hier sein darf. Sehr gerne. Weiter geht's. Bereits warten eritreische Asylsuchende im Durchgangszentrum Embrach auf Fana ACV. Gelegenheit, ihre eigene Familie kennenzulernen, bietet sich mir nicht. Mit den beiden Kindern und dem ebenfalls aus Eritrea stammenden Ehemann aufzutreten, ist ihr zu privat. Das verstehe, aber bedauere ich. Denn für ihre Arbeit ist es ja auch zwingend, dass sich die Menschen öffnen. Sie
arbeiten hier, oder? Ich arbeite hier, ich bin schön. Betreuer. Ich bin Betreuer. Osman ist mein Name. Sehr schön. Ja. Freut mich. Freut mich auch, ja. Viel Glück, ja. Danke. Knapp 40.000 Asylgesuche wurden letztes Jahr in der Schweiz gestellt. Rund ein Viertel stammt von Eritreern. Sie bilden die größte Gruppe in diesem Prüfungsprozess. Da viele ihrer Landsleute schon hier sind, wollen auch sie in die Schweiz. Wie dieses betagte Ehepaar, das seiner Tochter folgte. Integrationswillige müssen hohe Hürden überwinden. Psychologische, kulturelle, berufliche, sprachliche. Da braucht es manchmal wenig, um sie zu erfreuen. Die Frau hat gerade gesagt, genau das hat mir gefehlt, dass ich mit jemandem in meiner Sprache mich austauschen kann. Und sie fühlte sich, obwohl ich nichts gemacht habe, hatte sie gemeint, das tut mir so gut nach so vielen Jahren, mal mit jemandem darüber zu sprechen, der mich versteht. Oft indes sind die Lebensgeschichten zu kompliziert, als dass ein kurzer Austausch genügt, um Schwierigkeiten auszuräumen. Wie bei dieser alleinstehenden Mutter. Sie hat viel Qual erlebt. Sie ist schon seit 10 Jahren getrennt. Und das ist sehr belastend. Sie macht sich ganz viel Sorgen um die Kinder. Die Kinder sind in Eritrea. Genau, ja. Die Kinder sind in Eritrea. Fana Assefau macht sich auf zu einem Workshop für junge Eritreerinnen. Thema Sexualaufklärung und Gesundheitsvorsorge. Hallo. Grüezi. Begleiten dürfen wir sie nicht. Filmen in den Gebäuden ist verboten. Impressionen des Areals zeigen, wie viele Menschen schon in jungen Jahren zu Asylsuchenden werden. Die Anzahl der eingereisten Minderjährigen ohne Eltern steigt denn auch an. Sie benötigen oft intensive Betreuung. Die Arbeit von Fana Assefau wird also wohl noch zunehmen. Ja, die größte Herausforderung bleibt in der Vernetzung. Es gibt viele Fachpersonen, die bemüht sind, aber die sollten sich vernetzen. Und dann ist es wichtig, dass die Leute spüren, diese jungen Frauen, dass sie willkommen sind, dass sie das Recht haben, hier einen Teil von dem Wohlstand mitzubekommen. Und gleichzeitig haben sie Verpflichtungen. Und auch das habe ich ihnen versucht, eben näher zu bringen. Und das ist ihnen auch bewusst. Vor Augen haben sie die Hoffnung auf ein besseres Leben. Hinter sich eine meist belastende Vergangenheit. Es ist ein Weg zwischen Traum und Trauma, den viele hier beschreiten. Begleitet von Brückenbauern wie Fana Assefau, damit Integration gelingen kann.